Hallo und herzlich willkommen bei Five Nights at Freddy's Teil 1. Ich spiele heute zuerst mal die Demo-Version. Und ja, wenn es euch gefällt, dann kaufe ich das Spiel natürlich. Aber ja, yeah, first try halt so gesagt. Und ich hoffe, lautstärketechnisch passt alles. Hilfe gesucht. Freddy's Bärfabrik, Pizza, Chissi-Chasti, Dingsbums. Es geht los. Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe den ersten Teil tatsächlich noch nie gespielt. Bis jetzt nur den vierten Teil und Sister Location gespielt. Auch Security Breach noch nicht gespielt. Aber ich kenne es halt natürlich. Das sieht alles hier irgendwie so cursed aus. Kann ich abheben bei den Typen? Da sind die Kameras. Ich habe ein Video gesehen, wo wurde mir gezeigt, wo zu Foxy einfach. Foxy wurde einfach Dings genannt. Wolf! Foxy wurde Wolf genannt! Das Video hat mich so verstört, dass ich dann gesagt habe, ja, wisst ihr was? Ich mach das jetzt selber. Das sieht so weird aus, so. Also, es ist. Also, man merkt ja, das ist 2014. Kann ich hier nicht auch dann irgendwie so Licht von so? Ich hab keine Ahnung, welcher Teil das ist. Hier ist alles okay, da ist alles okay, hier ist alles okay. Kamera 6, hallo? Ey, es ist 81 und wir haben jetzt schon 85% verbraucht. Das ist krass. Und können Sie mir bitte erklären, dass das hier einfach im Hintergrund die Stitch ist? Das ist doch nicht Bunny. Aber okay. Ey, okay. Hey. Oh. Jetzt bin ich aber gespannt, ob ich Copyright-Klage bekomme. Aber wurscht. Warum redet das so lange? Ich finde es aber echt cool, wie man sich Mühe gegeben hat, einfach diesen Raum zu gestalten. Mit den ganzen Bildern da oben und alles. Alles chillig hier noch. Finde ich gut. Hey. Wollte nochmal zumachen. 78%. Warum habe ich denn Verbrauch? Habe ich Taschenlampe und so? Warum habe ich Verbrauch? Hä? Ich kann aber hier auch nichts ausmachen. Also minimalistischen Verbrauch habe ich anscheinend. Ja, ist wie gesagt das erste Mal, dass ich den Teil spiele. Erste Nacht ist ja eh noch chillig. Ab der zweiten oder so. Wir machen es so, sobald ich tot bin, in zweite Nacht oder so hören wir dann auf. Also circa ein 15-minütiger Teil. Das Ganze. Noch ist alles gut. Ey, ne, der hat sich hier aber auch richtig bedient. Da sind 4 Burgerpapiere. Auch nur ein Getränk. Der ist weird. Alles klar bei euch? Freddy? Du solltest eigentlich woanders stehen. Oh Gott, der stand noch vorher nicht da. Der Springtrap? Ich habe viel zu hohen Verbrauch.
Das wird Selbstmord. Ich sage euch das. Das ist so krass. Und ich sitze auch schon so da, als würde ich gleich aufspringen wollen. Ich glaube, man muss einfach sehr gut zuhören und alles. Ich will halt einfach nicht, dass das Spiel zu laut ist, aber ich weiß, ich habe es euch in die Hälfte gemacht, also ist das eigentlich okay, Lautstärke, hoffentlich. Weiterhin alles okay. Nachts. Ich finde es eigentlich krass, wie so ein Indie-Game-Künstler, Game-Creator sowas krasses das schaffen konnte. Was? Hä? Also ich spiele einfach die Demo-Version jetzt aus. Hey! Ich glaube, ich habe bis 6 oder so Dienst. 54% ist in Ordnung, sagen wir mal so. Darf halt jetzt wirklich nicht mehr verbrauchen. Wahrscheinlich ist der Ventilator dieser eine Usage-Punkt. Das kommt hin. Ja, und ich nehme jetzt auch nur noch gleich eine 4 auf. Nerv 4 und. Ja, für morgen. Der stand doch da gerade. Tür öffnen. Scheiße, ich habe viel zu hohen Verbrauch. Freddy ist noch da. Foxy ist da. Aber. Er steht noch immer vor meiner Tür. Ich muss die Tür öffnen, oder? Achso, nein, 33% und eine Stunde noch. Solange Freddy da steht, ist alles super. Komm schon, bitte. Es ist doch nicht 7, oder? Nicht so ein Ding. Ja, danke. Erste Nacht geschafft. Und ich hoffe, dass jetzt nicht schon der Demo-Teil aus ist. Mann. Ach, wir sind wieder da. Wie gemütlich. Schauen wir mal. Und der Typ ruft schon wieder an und ich weiß noch immer nicht, wie ich abhebe. Wo ist das Telefon überhaupt? Ach, wurscht.
Ja, eh hier an seiner Stelle. Habe ihn jetzt gemutet. Ach, noch ist alles so schön entspannend. Keine Monster, die auf dich losgehen, wenn du in der Pizzeria arbeitest. Gemütlich. Oh mein Gott! Nein, einfach nein. Ich habe Herzinfarkt des Jahrhunderts. Aber okay, okay. Wir beginnen jetzt hier einfach neu. Tun am Anfang mal gar nichts. Wir geben denen keine Chance, irgendwas zu machen. Ja, nicht so lange da schon. Hier ist noch alles okay. Hier ist noch alles okay. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das Spiel richtig gewinne. Zu bleiben, sobald ich Geräusche höre, sie wegdrehen und schauen, was los ist, dann aber ganz schnell wieder her schon. Irgendwie ist das Bild hier oben echt cute. Apropos Bild! Hehe, ich weiß, dass du gerade das Video schaust und ich find's echt super. Schaut's mal, ich habe hier ein Bild geschenkt bekommen. Ein FNAF-Bild, das ist Foxy. Von Lisa. Danke, Lisa. Ist echt hübsch. Das steht jetzt hier oben als Dekoration des Aufnahmebereiches, weil das echt so schön ist, dass ich mir gedacht habe, ups. Doch, ich muss mich eigentlich auf das Spiel konzentrieren. Ich werde jetzt gleich sterben. Ich spüre das. Okay, er steht noch da, aber er ist alleine. Er steht schon. Nö, du kannst mich vergessen, Alter. Ich wusste doch, ich habe ihn vergessen. Ich überlebe das aber nicht, wenn ich das dauernd zulasse, oder? Er kommt näher, oder? Foxy.
Ding ist das jetzt? 9. Wünscht mir einfach bitte Glück. Einfach bitte Glück wünschen. Ich will wirklich nicht sterben. Ja, entweder ich nehme heute noch einen Flav auf oder ein Granny oder so etwas. Auf jeden Fall irgendein Horror-Game noch. Ich spüre, wenn ich jetzt rausgehe, dass ich tot bin. Oh, doch nicht. Es ist ja schon 3 Nacht, also. Ist jetzt übrigens, wenn ich jetzt sterbe, egal ob ich jetzt sterbe oder ob ich jetzt lebe, ihr habt jetzt knapp 20 Minuten. Hoffentlich. 15 auf jeden Fall. Weil ein bisschen Spaß hat's. Hoffentlich. Ja, jetzt nehme ich dann halt eben noch vielleicht Granny oder. Es gibt so viel Schrott. Oder. Evil Nun würde ich tatsächlich gerne aufnehmen. Oder irgendwas Lustiges. Irgendwas Lustiges für euch. Und vielleicht kommen jetzt auch dann demnächst die Backrooms. Neues Sortiment bei mir hinein. Yay. Na, ich mache jetzt auch Twitch. Da habe ich jetzt 707 Follower. Und ja, da läuft eigentlich auch gerade alles entspannt und da streame ich halt auch die Backrooms und da kam das super an. Da habe ich mir gedacht, ja, das habt ihr eigentlich auch verdient. Das war gerade so schlimm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, lasst doch gerne ein Abo da oder schaut auch mal auf Twitch vorbei, wenn euch das mal gefällt oder interessiert. Und ja, ich würde mich natürlich auf ein Like freuen oder vielleicht ein bisschen mehr. Wie gesagt, Abo ist kostenlos. Und ja, wenn ihr mich noch mehr unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf Twitch vorbei. Weil auf Twitch sind wir tatsächlich mehr Menschen und das streame ich auch ein bisschen öfters, wie zum Beispiel morgen. Morgen 13.30 Uhr bis Open End zocken wir ein bisschen, vielleicht sogar die Backrooms, vielleicht kommt nach, wenn es euch gefreut. Das, was euch gefällt und das, was euch Spaß macht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Tag noch. Und tschüss. Vergesst nicht, einen Like da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Für euch ist es kostenlos und für mich eine große Geste. Tschüss.